geschossen. Ich hätte nie gedacht, dass sie überlebt haben könnte. Hier war alles geflutet. Wahrscheinlich ist sie doch tot. Das ist die Geschichte der letzten Königin von Tiwanaku. Ihr Vater war der König, aber sie wurde von einem Krieger aufgezogen. Als ein Schamane namens Tunupa ihre Herkunft erkannte, wurde sie Königin. Tunupa ist ein anderer Name für Viracocha, ihren Gott der Schöpfung. Der Schamane brachte sie zum Titicacasee. Dort gab er ihr seinen Stab. Ist hier irgendwo eine Tür? Ein Artefakt. Ist hier irgendwo eine Tür? Bist du dort? Ja. Weil sie so mit der Hand... Nach Jahren einer oder sie liest diese Hieroglyphen. Krass, dass sie sowas lesen kann. Respekt. Und man brachte sie mit einem Boot. Ich könnte sowas nicht. Erinnert dich das an etwas? An die König Arthus-Legende. Die Ähnlichkeit ist verblüffend. Arthus? Was hat er damit zu tun? Es ist dieselbe Geschichte. Ein Junge, der seine königliche Herkunft nicht kennt, steigt aus dem Nichts zum König auf. Unterstützt wird er dabei von einem Zauberer mit einem Stab oder einem Schwert. Und nach seinem Tod kommt er dann ins Paradies. Viele Kulturen haben ähnliche Legenden. Die große Flut zum Beispiel. Die gibt es auch überall. Wo sind wir denn jetzt? In der Hölle. Lara, verschwinde da! Oh, verdammt. Und tschüss. Bye bye. Nein! Nein! Das war's. Lara! Die schöne, hübsche und intelligente Forscherin. Sie ist einfach so in den Abgrund geflogen. Und du bist schuld daran. Ich bin der Mörder. Sei verflucht. Nee. Ah doch. Guck, es kriegt doch nochmal eine zweite Chance. Aber vermassle es nicht. Doch. Wir können es nicht leicht noch mehr Klone zu erzeugen. Ein zweiter war schon viel zu teuer. Geschafft. Das ging ja noch mal gut. Es war knapp. Puh, gute Beinarbeit. Danke. Wow, nicht übel hier. Vielleicht solltest du mal den RAD-Modus deines Fernglases testen. Was müssen wir hier wohl jetzt tun? Erstmal diese Kugel hier in eins dieser drei Löcherkrater da irgendwie reinbringen. Einfach in irgendeins. Ist jetzt egal. Der Effekt ist derselbe. Und wieder eine Zwischensequenz. Der Schamane der Königin. Ein Stein mit einem Schwert oder in diesem Fall Viracocha Stab. Das ist es. Etwa der gleiche, den wir in Tiwanaku gesehen haben? Es gibt mehr als einen. Aber es ist möglich. Als wäre der Schamane Merlin und der Stab das Schwert von König Arthus. Wie hieß das Ding noch gleich? Reiner Zufall, wenn du mich fragst. Komischer Name für ein Schwert. Oh, die schöne Statue. Sie war hübsch, aber im Weg. Genau, sie war hübsch, aber leider mir im Weg. Diese verblödete Statue da. Ja, man scheiß drauf, diese Statue. Scheiß auf alte Inka-Architektur. Architekt, genau du. Ja, mir geht es ähnlich. Okay, jetzt müssen wir noch das andere Auge. Tja, und wo ist das andere Auge? Er hat's gefunden. Da ist das andere Auge. So, und da den. Die Kugel da, die müssen wir runterholen. Wow, Mann, bist du schlau. Das hätte ich jetzt nicht erwartet. Also, ich denke es ja mal. Denn wir haben es ja nie geschafft, durchzuspielen. Nein, niemals. Es war einfach zu schwierig für uns.
viel zu schwierig. Ne? Das Spiel ist unschaffbar zu spielen. Aber hallo. Ein wahres Wort. So, raus mit dir, Johnny. Der, wo dieses Spiel durchspielt, der muss ein Pro sein. Ein wahrer Pro. Oh yeah. Geschafft. Hier schön am Trinken oder wie hier? Nein. Immer noch. Alter, was ist das für Stimmen? Ich bin wirklich beeindruckt, Lara. Das macht mir Angst. Das haut einen um, was? Ja. Diese Stimmen. Oh yeah, Zwischensequenz. Psch. Seht sie euch an. Sie ist wunderschön. Wir waren so nah dran. So nah. Wunderbar, Lara. Kommt euch an ihrem Schwert etwas bekannt vor? Hatte das nicht Rutland in der Hand? Nein, er hatte eine zeremonielle Kopie. Und was haben wir hier? Die Spitze ist abgebrochen. Mein Gott. Ich wusste gar nicht, dass es so aussieht. Ich habe das schon mal gesehen, an der Waseda-Universität in Japan. Aber ich wusste nicht, dass es was mit diesen Artefakten zu tun hat. Verdammt, ich will sie sofort haben. Es ist nicht mehr da. Shogo Takamoto hat es gestohlen. Shogo Takamoto. Mit dem Jakuza legt man sich nicht an, Lara. Ist mir egal. Wer ist denn Shogo Takamoto? Der Anführer der Jakuza. Hm. Bestimmt so ein alter Sack. Mit so weißen Haaren, weißer Bart. Und denken, er kann Kung Fu. Wo denn wirklich halt gar nichts kann. Oh, jetzt Kongo-Musik hier. Richtig hier Hardcore-Kongo-Musik. Ist schon okay. Sag einfach Bescheid, wenn unsere Söldnerfreunde näher kommen. Alles klar. Go Jungle, Go Jungle, Go Jungle. Ich muss den oberen Weg nehmen. Chinga Chinga Winga. Tinka Tinka Tinka. Tatan. Gefallen ist, vielleicht haben wir. Das war ja hier viel zu einfach. Wo jetzt kommen hier noch ganz gepanzerte Typen hier. Ey. Ja, jetzt wird's gefährlich. Du. Ja, ist so richtig gefährlich. Die halten aber echt nichts so. Was denken die eigentlich, wer sie sind? Kommen hier in so eine Ausgrabungsstätte hier. Ich meine, sie können hier rumballern. Das geht mal gar nicht. Das geht mal ganz und gar nicht. Zack. Also schön. Nächste Runde. Alle nach der Reihe nach werden getötet. Zu einfach. Es gibt keine Überlebenden. Gucken mal ein Medikit wieder auf. Gut. Schon sehr praktisch, dass die gekommen sind eigentlich. Die helfen uns ja damit mit ihren ganzen Seilen, weil sonst würden wir gar nicht wieder hochkommen. Weil das Wasser ja jetzt weg ist. Und von daher kommt uns das eigentlich gar nicht mal so ungelegen. Stimmt, daran hätte ich jetzt nicht dran gedacht. Gell? Wo sie jetzt ihre Leitern hingemacht haben. Aber wie schnell die es gemacht haben, ja. Respekt. Schon unglaublich, ja. Ja, wenigstens können sie etwas. Ja, da ist auch wieder recht, ja.
Hey, ich glaube, ich habe einen Panther gesehen. Das war ein Jaguar. Hier gibt's keine Panther. Daneben ein Jaguar. Und draußen sind sie wieder. Spinne habe ich auch gesehen. Das war ein... Ich sehe sie! Ja, die Typen jetzt schön von hinten abknallen. Oh mein Gott. Voll eine Granate. Ja, so richtige Granate. Zwischen die Beine. Komm, geh runter, ey. Schon verreckt. Sip, bist du Anaya noch in der Leitung? Ja. Die soll sich unter dem Jeep verstecken. Da kommt jemand. So, wie komme ich jetzt hier raus? Aus diesem Loch. Er ist ja noch mehr. Ey. Hm. Das war's. Hoffentlich hast du gefunden, was du gesucht hast. Alle tot. Ich komme nämlich nie wieder her. Ich hatte recht. Wie hat denn das jetzt gemacht, da hochzukommen, ey? Das ist ja unglaublich. Ohne was zu sagen entkommen? Warum hat sie sich all die Jahre versteckt? Vielleicht hat sie sich gar nicht versteckt. Sie hat sich nur nicht bei uns gemeldet. Möglicherweise hat sie da etwas entdeckt, das sie für sich behalten wollte. Hast du mit Takamoto gesprochen, Sip? Ja. Er wollte dich nicht sehen, also muss ich ihn daran erinnern, dass du keine Widerworte magst. Ich bin so, auf geht's nach Tokio. Genau. Zu den Shakusas. Werden die erstmal schön platt gemacht. Weiß Takamoto und dann sehen wir weiter. Oh yeah, eine Party. Das wird immer besser. Okay, ich bin schon unterwegs. Aber ich brauche noch was zum Anziehen. Dann muss ich jetzt erstmal shoppen gehen. Mir ein hübsches Kleid kaufen. Ja, jetzt können sie ja shoppen gehen, ne? Die beiden. Passt doch. Ein weiteres Level geschafft. Wir haben 35 Minuten gebraucht. Hm. Und eine neue Trophäe. Die gute alte Zeit. Sorry, hab ich schon gebraucht. Ja, egal. So, kurz speichern. Erstmal hier schön speichern, ja. 4% vom Game. 21, sehr nice. Cool. Oh yeah. Ist leider nicht mal die Hälfte, aber naja, egal. Wir haben Zeit. Oh. Nachts im Spiel folgen noch 3, 2 weitere. Von Tomb Raider. Von dieser genialen Trilogie. Wow. Hübsches Kleid. Schön in schwarz. Großer Ausschnitt. Japan treffen mit Takamoto. Jaha. Sag mal, was genau ist bei deinem letzten Treffen mit Takamoto passiert? Er wollte gefälschte Relikte der Asuka-Periode verkaufen. Und gesunder Menschenverstand funktioniert bei den Yakuza nicht. Aber du hast ihn laufen lassen. Und jetzt... Yeah. Wie sexy. Tja, was will ich mehr? Ja. Da würde ich sagen, beenden wir hier. Lara, Nishimura hat angerufen. Er ist in seinem Büro und mischt sich nicht ein. Aber der Barkeeper kann nicht zu ihm durchstellen. Jo, und dann... sieht man sich dann wohl beim nächsten Mal wieder, wenn es hier darum geht, die Shakusas zu töten. Aber hallo du. Schön am Kleid rummachen und ja, verabschieden uns hier. Das war ihr Ultimate Game LP. Ich bin Florian. Und ich bin Martin. Und bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt Let's Play Together Tomb Raider Legend. Ciao.